Diese ornamentierten Titelanimationen sind eigentlich nichts anderes als SVG-Pfade, die du in Fusion dann einzeln animierst. Also spendet mal dem ganzen Video ein Like und lad dir mal die kostenlose SVG-Datei unten in der Beschreibung runter, mit der du das Ganze hier nachvollziehen kannst, was ich hier mache. Okay, aber wie funktioniert das jetzt eigentlich? In DaVinci Resolve suche ich mir zuallererst mal aus meiner Effekt-Library unter Effects eine Fusion Composition raus und ziehe die hier rein, gehe damit in Fusion und jetzt könnte ich natürlich anfangen mit einer Polygon-Node mir diese einzelnen Teile zu zeichnen, indem ich hier eine schöne Welle mache. Und diesen Faden kann ich natürlich eine Border Width geben und dann unter Length auch animieren. Das sieht jetzt natürlich ziemlich krepig aus, da die Pfad-Tools hier in Fusion nicht so gut sind wie die Pfad-Tools aus anderen Programmen wie Adobe Illustrator oder als kostenlose Alternative Inkscape. Und du musst gar nicht solche Pfade zeichnen können und du musst auch kein neues Programm lernen. Du findest diese Pfade als Vektordateien überall im Netz. Raw Pixels und Pixabay sind kostenlose Anlaufpunkte, um solche Ornamente runterzuladen. Frei verfügbar aus dem Netz. Das hier sind zwei Ornamente von Raw Pixels und die habe ich jetzt mit einem quadratischen Basis-Canvas als SVG-Datei exportiert. Und das möchte ich mir jetzt in Fusion importieren. Und um das zu tun, muss ich nichts weiter tun, als auf Fusion Import SVG zu klicken. So, jetzt habe ich hier mein Ornament Title 2 SVG, das öffne ich. Und das ist by default ziemlich groß, aber ich stelle es erstmal auf 1080x1080 ein, also Full HD. Das können wir immer noch im Nachgang ändern, da das Vektordateien sind, kannst du sie auf 8K aufskalieren, ohne dass sie pixelig werden. Und wie du siehst, hat er mir jetzt hier so eine Gruppe hingepfropft mit so ein paar Faden. Und das sind einzelne Polygons, die ich jetzt animieren kann. Okay, mit Rechtsklick ungroup ich das zuallererst mal und lösche hier das hier hinten, was nichts anderes ist als ein transparenter Hintergrund, weil ich brauche ja nur den Originalhintergrund. Jetzt habe ich quasi einen Pfad für das Ding hier oben, einen Pfad für oben rechts, einen Pfad für oben links und eins für hier unten. Und die kann ich jetzt easy animieren, indem ich ganz einfach die Length animiere. Ich kann also die Length einfach keyframen und vielleicht möchte ich den Anfangspunkt verschieben, dann nehme ich die Position und schiebe das rum, da wo ich es beginnen lassen will. Angenommen, ich möchte es hier oben beginnen lassen und dann kann ich ganz einfach die Length auf 1 sliden, aber du merkst, irgendwie geht es hier nicht weiter. Und das liegt daran, dass diese zwei Punkte hier höchstwahrscheinlich nicht verbunden sind. Das bedeutet, falls du einmal zwei Punkte nicht verbunden hast, einfach markieren und hier oben auf dieses Icon drücken. Und damit haben wir das ganze Ding als Infinity Loop und können das jetzt animieren, wie wir wollen. Wir können das jetzt also auch von jedem anderen beliebigen Punkt starten lassen. Ich starte das Ganze jetzt mal ganz unten, also bei 0.25 und animiere das jetzt hier mit der Length. Aber bevor wir das Ganze jetzt animieren, solltest du dir überlegen, wie dick deine Strokes sind, also deine Pfade, wie dick sie sind, also die Border Width. Und falls du das jemals bearbeitbar machen möchtest, kannst du Folgendes tun. Falls alle Pfade hier, die wir hier sind, die gleiche Border Width haben sollen, brauchst du nichts anderes zu tun, als den ersten Pfad unter der Border Width zu publishen. Und jetzt ist das Ganze als Modifier für jeden anderen verfügbar. Jetzt kannst du einfach zu den einzelnen Pfaden mit Rechtsklick auf die Border Width gehen, Connect to Path 1 Border Width. So, und jetzt sind alle gleich dick und ich kann sie alle mit einem Modifier hier oben aufdicken. Als nächstes können wir auch alle animieren. Wenn das halbwegs zeitresponsive sein soll, dann machst du das am besten mit dem Anim Curves Modifier. Okay, um den zu nutzen, kannst du einfach mit Rechtsklick auf die Length Modify with Anim Curves. So, und jetzt siehst du, springt er auf einmal auf 0 und das liegt daran, dass ich hier ganz am Anfang stehe und bis zum Schluss geht er einmal bis zum Ende durch. Ich möchte hier das erstmal auf Duration umstellen und kann jetzt hier mein Easing bestimmen und dazu nehme ich Custom. Hake hier Mirror an, weil das Ganze soll ja einanimieren und wieder abanimieren. So, und jetzt kann ich hier einen Custom-Verlauf über diese gesamte Zeit meiner Animation oder meiner Timeline meines Titles anlegen. Ich sage also jetzt, bei 0.2 soll das Ganze 1 sein, also komplett animiert. Das bedeutet, nach 20% meiner Zeit ist das gesamte Ding fertig animiert. Und wenn ich das jetzt länger ziehe,
dann bleibt es immer bei 20%. Bedeutet, die eine Animation stretcht sich automatisch mit. Und das ist das Coole. Egal, ob du es jetzt in eine 50 FPS oder 25 FPS Timeline knallst, die Animation wird immer bei 20% der Gesamtzeit zu Ende sein. Okay, das sieht allerdings noch nicht so schön aus. Und deswegen möchte ich in meinen Fade Modifier gehen und das Ganze jetzt noch smoothen, indem ich ganz einfach hier diese Anfangspunkte markiere mit Shift und dann Shift F drücke. Smooth ich die so ein bisschen und ich kann hier noch das Smoothing ein bisschen weiter rausziehen. Wenn dir das jetzt noch zu schnell geht, kannst du es immer noch anpassen, indem du einfach mit Shift gedrückt den einen Punkt hier nach hinten ziehst. So, und das kann ich ebenfalls auf die anderen Pfade kopieren, indem ich ganz einfach ein Pfad anklicke, auf die Length drücke mit Rechtsklick, Connect to, und jetzt haben wir hier den Anim Curves Modifier auf der Länge und dann sage ich Value. Und jetzt animiert mein zweiter Pfad entsprechend mit. Das mache ich auch jetzt noch mit dem anderen, Connect to, Value, Bam. Jetzt animieren meine drei Anfangspfade mit und die haben alle die gleichen Modifier, was bedeutet, ich kann das hier immer noch langsamer ziehen, wenn mir das immer noch zu schnell geht. Und damit habe ich schon einen besseren Verlauf. Dann hast du hier noch hier unten das Ding. Und wenn ich das jetzt allerdings animiere, dann siehst du, das kommt von einer Seite rein. Und ich möchte es vielleicht allerdings von beiden Seiten hier reinkommen lassen. Kein Problem. Zuallererst connecte ich wieder mein Modifier, damit sich das Ganze zeitgleich mit den anderen Teilen animiert. Yay, das würde schon reichen, aber wenn ich es hier aus der Mitte animieren lassen möchte, dann muss ich die Position am Anfang auf 0.5 setzen und dann nach unten ziehen. Und das mache ich mit einer Expression. Also mit Rechtsklick drauf, Expression. Und ich sage dem Ganzen, das soll jetzt am Anfang 0.5 sein, minus meine Länge, die ich hier habe. Und die teilen wir durch 2 und damit kommt meine Animation schön von der Mitte. Bevor wir jetzt Text einfügen, möchte ich noch Folgendes machen. Im Background kann ich hier die Farbe verändern. Und ich möchte, dass sich dieser Background automatisch an die Größe meiner Timeline anpasst und da auch immer quadratisch ist. Bedeutet, ich brauche eine Expression. Ich gehe hier ins Image Tab und du siehst, ich habe hier meine Pixelauflösung. Und wenn ich jetzt hier an den Reglern drehe, yep, dann wird das ganze Ding größer. Aber ich möchte das ja automatisch machen lassen. Also nutze ich folgende Expression. Diese Expression hier sucht das Minimum von meiner Timeline Höhe und Timeline Width. Die Expression habe ich euch übrigens auch unten in der Beschreibung gepostet. Und die kann ich jetzt hier mit Rechtsklick einfügen. Expression, Boom, Expression, Boom. Und damit sind wir für Folgendes gewappnet. Egal, ob ich jetzt den Titel in einen Hochkant Format reinbringe oder in ein Querformat, der Titel wird immer gleich aussehen, weil er halt eben quadratisch erstellt wurde und er sucht sich immer die kleinste Seite und skaliert anhand dieser. Und das ist super hilfreich, um deine Animationen, falls du sie auch mal in eine Instagram-Hochformat-Timeline reinhauen willst, nicht immer verzerrt werden sollen. Okay, nachdem ich das jetzt hier habe, kann ich mir eine Text-Plus-Node hier reinziehen und das Ganze mergen. Aber bevor ich hier in den Text irgendwas reinschreibe, sehe ich, der ist auch schon wieder 1920x1080, was meine Timeline Resolution ist. Also möchte ich hier auf Image gehen und hier ebenfalls die Auto Resolution reinnehmen und mit Rechtsklick meine Expression einfügen. So, und wenn ich jetzt unter die Textnode gehe und dann meinen Namen einschreibe und die Größe einstelle, habe ich doch jetzt schon mal einen schönen Text. Und ich würde euch empfehlen, eure Font auf Playball zu stellen. Ansonsten kannst du dir auch unterschiedliche Fonts runterladen. Zum Beispiel bei Creative Market kannst du Font-Bundles kaufen. Und dann findest du noch andere schöne, geschwungene Titles. Und das möchte ich jetzt noch animieren, dass das schön reinkommt von unten und so weiter und nicht von Anfang an stehen bleibt. Ne? Zuallererst suche ich mir ein Rectangle raus und füge das hier als Maske ein. So, und das Rectangle, das schiebe ich jetzt quasi genau dahin, wo ich es haben will. So, dass es hier eine schöne Linie bildet, die den Text abschneidet. Und nur in diesem Rectangle hier wird jetzt mein Text angezeigt. Also ich kann den jetzt hier rein und raus verschieben. Du siehst,
irgendwann wird er verschwinden. Und das Gute ist, jetzt kann ich dir in dieser Merge hier den Center-Parameter animieren, dass das hier so hochkommt, wupp, und haben eine super simple, schöne Animation. Also, in dem Merge gehe ich jetzt auf das Center und kann jetzt hier mit Rechtsklick Modify with Vector Result. Und dieser Vector Result, der arbeitet nämlich mit diesem Distanzparameter. Und allein mit dem Distanzparameter können wir das Ganze jetzt animieren und unter Angle können wir dann sagen, von woher das Ganze kommen soll. Ihr seht hier diesen roten Strich und der sagt mir, aus welchem Winkel das Ganze kommen soll. Und den setze ich auf minus 90, weil ich möchte, dass das straight von unten reinkommen will. Und unter Image Aspect, da wir das Ganze ja jetzt auf quadratisch gebracht haben, setzen wir hier 1 rein. Und jetzt möchten wir diese Distanz animieren und die können wir jetzt auch wieder mit dem Anim Curves Modifier beballern. Und zwar klicke ich hier mit Rechtsklick drauf, Modify with Anim Curves. So, und du siehst, mein Text ist am Anfang da und geht dann raus. Das wollen wir nicht haben, denn die Distanz hier ist ja in der Mitte bei 0. Das ist ja unser Endwert. Und deswegen wollen wir im Curves Modifier erstmal auf Invert klicken. Und damit kommt unser Text über die gesamte Zeit rein. Deswegen klicken wir hier auf Mirror und unter Custom geben wir dem Ganzen auch wieder eine Zeit, wann das Ding da sein soll. Und ich würde sagen, 0.3 ist auch eine gute Zeit. Und das easen wir natürlich wieder mit Shift F. Und damit kommt unser Text super schön rein. Und das Ganze können wir dann in unsere Media Out verbinden und fertig ist der Lack.